Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem Minecraft Let's Play der Eigenart von Ancient Flight FLP. Und das wird ein Einzelspieler Let's Play sein, also ich spiele es allein, nicht in Together. Das Together wird parallel laufen und ich werde bis jetzt halt erst ein Part machen und danach eine Aufnahmesession, da ich dann heute arbeiten gehen muss und so weiter und so fort. Wir erstellen jetzt erstmal eine neue Welt. Wir nennen sie gleich mal Let's Play Welt. Und ja, überleben. Weitere Optionen. Wir machen mal eine Bonustruhe an. Cheats erlauben. Nein. Bauwerke generieren. Natürlich. Welttyp Standard. Und machen mal fertig. Und die neue Welt erstellen. Ich bin mal gespannt, was rauskommt. Wir werden aber diese Welt auch wirklich nehmen. Das heißt nicht, ja, ist voll kacke hier, da ist Schneeregion oder so, aber es ist halt so, dass ich Schneeregion nicht mag, aber dennoch schauen wir trotzdem mal, dass wir in eine Welt eintauchen, in dem, okay, ich möchte die Welt laden, in dem, ja, wie soll ich sagen, alles eigentlich dann cool sein sollte, müsste. Aber wir schauen mal hier nach der Truhe. Hallo, Truhe? Bist du hier? Schweine, habt ihr sie versteckt? Ah, da haben wir sie. Was haben wir denn hier? Eine Steinaxt, Stöcke, Eichenholz, Eichenholzbretter, Stöcke und Eichenholz. Gut, dann nehmen wir gleich einmal die Truhe mit. So wie hier, die Fackeln. Natürlich alles können wir gebrauchen am Anfang. Und wir geben uns gleich mal auf ein Schlachtfeld. Außer hier noch ein paar arme Schweinchen töten. Müssen wir leider. Weil sonst geht unser Essen aus und ich glaube nicht, dass ihr uns mit 20 Kilo Gewicht sehen wollt. So. Und dann gehen wir gleich mal in diese Richtung, weil da echt ein schöner Wald ist. Ich mag Buchenholz. Wir werden auch Buchenholz verwenden. Oh, jetzt haben wir schon die halbe Spitzhacke kaputt gehauen. Naja, dann bauen wir uns einfach mal kurz in die Tiefe. Dort gibt es ja sehr viel Holz, Stein. Aber wir müssen jetzt erst noch mal ganz viel Holz sammeln. Erstens für den Unterschlupf, zweitens für unser Haus und eventuell auch die anderen Sachen, die wir dann bauen werden. Und ja, eine kleine Pause gemacht. Musst du mich fertig machen? Aber das coole da an Singleplayer-Modus ist eigentlich, ja, dass man hier zum Beispiel ja alleine spielt, alles seins ist. Und ich kriege gerade vollen Quark, weil Multiplayer trotzdem für jeden eigentlich besser ist. Weil man da zusammen bauen kann, zusammen spielen kann, zusammen lachen kann, zusammen, keine Ahnung, kotzen kann. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Aber bald ist die Eisenachse kaputt und dann begeben wir uns mal weiter auf neue Gefilden. Brauchen wir, ne? Ich bin mal gespannt, wann wir das erste NPC-Dorf oder besser gesagt das erste Dungeon sowie das erste Wüstenareal finden. Habe ich eigentlich Monster an? Jetzt habe ich Monster an. Okay. Und wir sind hier gleich irgendwie in eine kleine Spalte gefallen. Sind wir wieder auf der Wiese zurück? Ich weiß es nicht. Ja, okay, gehen wir einfach mal in den Wald rein. Da werden wir schon irgendwas finden. Bestimmt. Vor allem, wir haben ja jetzt... Ja, das wird reichen. Oder nein, shit. Hört ihr das? Wenn ja, dann tut's mir leid. Oh mein Gott. Peinlich, peinlich, peinlich. Aber ich glaube nicht, dass ihr das hört. Oder doch? Ich weiß nicht. Lass uns mal überraschen. Weltuntergang steht kurz bevor. Ah, okay. Ja, wow. Wir haben keine Spitzhacke mitgenommen. Ist auch sehr empfehlenswert. Man sollte nie
mit Spitzhacke reingehen, weil das macht man einfach nicht, wisst ihr? So. Und hier noch ein bisschen. So, und dann haben wir schon unsere Spitzhacke. Und verwenden sie auch gleich mal. 1, 2, 3. Ja, ich versuche jetzt den Lärm davon abzuhalten, dass er ins Mikrofon gleitet. Wie so ein jaulender Hund. Nee. Gleich eine Höhle gefunden, das gefällt mir. Also ich baue nicht gerne einfach dann in der ersten Nacht einfach eine Hütte, sondern ich gehe einfach mal in den Dungeon und ja, versuche mein Glück. So wie hier, wir das jetzt hier machen, und die Sirene ist zum Glück aus. Irene, Sirene. Und ja, ich werde den Part ungefähr 15 bis 20 Minuten lang machen. Für euch natürlich gleich HD. Alles HD natürlich. Und wenn euch dieses Projekt gefällt, könnt ihr mir auch gerne einen Daumen nach oben geben. Aber es machen halt sehr viele Minecraft, eigentlich fast alle, sagen wir mal, Let's Player. Man kann halt nicht jeden Let's Player nennen, finde ich. Weil es gibt da halt einfach welche, wenn man zum Beispiel neu anfängt, ja, ich möchte Let's Player werden, man einen Abonnenten hat und ein Let's Play hochladen ist, dann ist nicht gleich Let's Player, glaube ich mal. Weil man braucht den Ansturm dafür. Also man braucht auch zum Beispiel, wie sagt man das, Zeit, Fun, was die scheiden, also sagen wir mal die Let's Player, die wo ich kenne und so weiter, haben, also sind echt einer der besten Let's Player auf YouTube. Besser wie Gronkh, besser wie Dashrod. Nein, aber Gronkh ist schon ein guter Let's Player, finde ich. Er sollte mal so Retro-Spiele spielen. Das wird mir auch gefallen. Wir haben 22 Kohle schon mal gesammelt. What the fuck? Es wäre nämlich nicht schlecht, wenn wir uns mal ein Schwert craften. Okay, das Gejaul ist immer noch da, aber ganz vermindert. Oder ich höre weniger jetzt. Wo haben wir denn? Ach so, ja, das reicht. Zum Glück. Einfach hier einen Rechtsklick drauf. Und danach, voilà, so, ein kleines Steinschwert machen. Danach noch eine Spitzhacke für Eisen. Und wir hören gleich den ersten Zombie. Das gefällt uns ja auch mal wieder dolle. Den Geräuschen nach. Wir bauen uns nun. Ja. Habe ja schon erwähnt. Aber wir machen jetzt erstmal die. Kämpfen die gerade dort? Muss ich ein bisschen lauter machen? Was ist das? Ist aber viel Tumult hier. Okay, ist tot und ich habe mich erschrocken. Ah, und hier gleich das erste Eisen. Gefällt mir. So. Ich freue mich immer, wenn ich Eisen finde. So wie auf Diamanten. Also wir werden auf viele Diamanten stoßen, kann ich euch jetzt schon sagen. Also es kann kaum unter uns sein, dieses Geräusch. Glaube ich auch eher nicht. Ist, glaube ich, eher unwahrscheinlich. Aber so können wir uns eigentlich auch verjagen von der Dunkelheit. Oh, es wird lauter. Oder sterben? Massensterben oder was? Ich hab schon auf einfach, ne?
Sofort wieder hin. Boah, das war hier, ne? What the shit war das jetzt hier? Und es wird gleich dunkel. Schnell, 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 schnell. Okay, da war unser Crafting Table. Bogenschütze, hau ab. Nicht einmal. Nein, nein, nein. Boah. Schnell, schnell, schnell Stein holen. Angst. Und noch einer. So. Oh. So gut. Oh Gott. Das ist schon ein Dungeon, ne, Leute? 2, 3, 4, abgeh, sterben. Gut, das war jetzt schnell. Haben aber auch alles gesammelt. Wir gehen noch einfach mal nochmal zurück. Ich weiß, das ist eine scheiß Idee, aber. Okay, wir bleiben unten. Scheiße. Okay. Mit so vielen Monstern habe ich aber nicht gerechnet. Naja, okay. Gleich am Anfang wieder so chaotisch. Oh Gott. Lala. Mal wieder hier ein bisschen Erfahrung sammeln. Jetzt haben wir jetzt schon Level 3. Okay, das geht aber ganz schön einfach jetzt hat mit auch mit dem Verzaubern her. Ich glaube, es gibt jetzt ein Maximum von Leveln. Ich glaube, das ist auf Level 30 dann maximiert worden. Ich habe, glaube ich, auch noch nicht allzu lange her. Eisen, 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 Eisen. Gleich wieder hier fighting. Ja, toll. Oder? Haben wir da echt nichts mehr? Oder wir gehen einfach den Geräuschen nach. Und ich frage mich immer, wo die Geräusche herkommen. Also. Okay, wir kommen näher. Ungewollt näher natürlich. Kommt es wahrscheinlich von da oben. Hallo? Hallo? Ja, Sackgasse. Sehe ich jetzt schon wieder. Nein, 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 das ist doch kein Dungeon. Einfach mal da so schief rübergraben. Vielleicht finden wir doch irgendetwas. Nein, das war's. Gut, dann gehen wir einfach nochmal unten rum und graben uns da ein bisschen herum. So schwer wird es ja, glaube ich, auch nicht sein. Lalalalala. In die Tiefe. Ja, wir haben doch hier eine Schaufel. Ein Schwein. So. Gut. Oder wir bauen uns einfach in die Tiefe. Immer am besten. Ja, auch für Eisen. Rohstoffe. Für Rohstoffe natürlich.
Okay, unsere Spitzhacke ist tot. Dann müssen wir wieder nach oben. Nach oben, nach oben. Das ist immer die beste Lösung. Toll. Darf ich mir wieder ein Crafting Table bauen? Jetzt, wir bauen uns jetzt halt schon, weiß nicht, wie das, die wievielte. So, erstmal hier für. Ja, nicht alles. Oder? Ja, nicht für alles. Hier Kohle. Und nun Crafting Table bauen wir hier hin. So, wie bauen wir jetzt halt ein. Einmal das hier. Ein Ofen. So wie. Schmeißen wir jetzt. Schmeißen wir euch die Eisenvorräte hier hinein. Und danach kommt. Was kommt danach? Ja, wir wollten. Ja, aber dann warten wir gleich auf Eisen. Finde ich mal. Genüge. Ne? Wie viel? Oh, wir haben 3. Wir haben 3 Faden, das heißt, wir können uns einen Bogen bauen. Sada! Wir haben auch einen Pfeil dafür. Wurm! Klar, dankeschön. 3 Eisen, genügt. Wir bekommen natürlich auch wieder Experience dazu. Übertrieben, finde ich. Und wir sehen uns im nächsten Part von Let's Play Minecraft. Da werden wir mal schauen, ob wir eventuell hier was finden. Und ja, bis dann. Und ciao.